Smart City Workshops starten Mitte September. Mitte September starten die Smart City Workshops. Fachleute entwickeln dabei gemeinsam mit weiteren Akteuren kreative Ideen, wie die Stadt zur Smart City entwickelt werden kann. An diesen Workshops können auch Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Der erste Termin startet am 13. September von 16 bis 18.30 Uhr. Der letzte Termin ist dann am 13. Dezember ebenfalls von 16 bis 18.30 Uhr. Interessierte können sich unter www.duisburg.de/postkarte noch bis zum 3. September 2018 bewerben. Auch wer nicht an den Workshops teilnimmt, kann seine Ideen und Vorschläge auf der Homepage an das Smart City Team schicken. Sie werden im Rahmen der Workshops behandelt und bei positivem Votum im Rahmen eines Projektes von der Stadt Duisburg oder eines Partners umgesetzt. Ranking des weltweiten Containerumschlags. Duisport ist weiterhin vorne mit dabei. Der Duisburger Hafen belegt im Jahr 2017 wie bereits im Vorjahr Platz 36 unter den weltweit größten Häfen. Das geht aus einem jetzt veröffentlichten Ranking der internationalen Zeitschrift Container Management hervor. Duisport hat im vergangenen Jahr 4,1 Millionen Standardcontainer umgeschlagen. Duisport ist damit unter den weltweit Top 100 der einzige Binnenhafen und einer von insgesamt drei deutschen Häfen. Die beiden Seehäfen Hamburg belegen Platz 18 und der Bremer Hafen Platz 27. Damit verschlechterten sie sich im Vergleich zum Vorjahr jeweils um einen Rankingplatz. Im europäischen Vergleich liegt Duisport beispielsweise weiterhin vor allen Häfen aus Italien und Frankreich. Johannes Pfeiderer wird neuer zoologischer Leiter im Zoo Duisburg. Der Duisburger Zoo hat einen neuen zoologischen Leiter. Johannes Pfeiderer hat sein Amt seit dem 21. August angetreten. Johannes Pfeiderer ist seit 2015 am Tierpark im Kaiserberg und arbeitete hier zuletzt seit Februar 2016 als Kurator. Der 29-Jährige studierte Biologie an den Universitäten Bonn und Bielefeld sowie im Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn. Der gebürtige Sinsheimer berichtet in seiner neuen Position direkt an die Vorstandsvorsitzende der Zoo Duisburg AG Astrid Stewin. Gleichzeitig wird Johannes Pfeiderer zum Prokuristen der Zoo Duisburg AG bestellt. Duisburger Seebrücke, Großdemonstration am 1. September. Zur ersten Kundgebung der Seebrücke Duisburg am 4. August kamen rund 400 Menschen. Nun soll eine Großdemonstration am 1. September 2018 nachgeschoben werden. Ab 17 Uhr startet vom Ludgeriplatz in Neudorf bis zum Innenhafen die Demo. Die Duisburger Großdemonstration wird von der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch, dem Flüchtlingsrat NRW sowie den Seebrückenteams aus Wuppertal, Dortmund, Bielefeld, Düsseldorf, Mülheim und vielen anderen Organisationen unterstützt. Mit dem größten Binnenhafen der Welt könnte die Stadt Duisburg symbolisch als Teil der Hashtag Seebrücke werden und sich solidarisch mit den Geflüchteten und Seenotretterinnen und Seenotrettern zeigen, indem sie aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufnimmt. Mehr als 70.000 Menschen sind deutschlandweit im vergangenen Monat für die Seebrücke und gegen das Sterben im Mittelmeer auf die Straße gegangen. Viele weitere Proteste und Aktionen sind bereits angekündigt. Schwanentorbrücke stärker beschädigt als gedacht. Die Sanierung der Schwanentorbrücke in der Altstadt wird wohl länger andauern als ursprünglich geplant. Seit Mai 2018 laufen bereits die Arbeiten. Dabei wurde deutlich, dass die Stahlkonstruktion stärker beschädigt ist als erwartet. Die Bauteile müssen jetzt komplett entrostet werden, um ihren Zustand richtig bewerten zu können. Davon hängt das weitere Vorgehen ab. Die Wirtschaftsbetriebe gehen davon aus, dass die Maßnahme somit auch teurer wird als die bisher geplanten 2,6 Millionen Euro. Stadt Duisburg und DVG erneuern Fahrtreppen. Die Stadt Duisburg und die Duisburger Verkehrsgesellschaft erneuern derzeit 5 Fahrtreppen an den Haltestellen König-Heinrich-Platz und Düssern. Die vorhandenen Fahrtreppen waren nach über 25 Jahren täglicher Nutzung ziemlich abgenutzt und werden nun ausgebaut und ersetzt. Erneuert werden 2 Fahrtreppen an der Haltestelle Düssern und 3 Fahrtreppen an der Haltestelle König-Heinrich-Platz. Alle notwendigen baulichen Maßnahmen werden von der Stadt Duisburg als Eigentümerin der unterirdischen Stadtbahnhöfe und Tunnelstrecken
Arbeiten durchgeführt. Die DVG als Betreiber der Anlagen übernimmt die technische Bauleitung für die Fahrtreppen. Anfang Oktober sollen alle 5 Fahrtreppen wieder in Betrieb genommen werden können. Die Investitionskosten für die Erneuerung liegen bei rund 1,6 5 Millionen Euro und werden teilweise durch Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes übernommen. Die Stadt Duisburg und die DVG bitten um Verständnis, dass es während der Bauphase zu Behinderungen für die Fahrgäste kommen kann. Keine Blaualgen mehr im Töppersee und im Binsenteich. Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg haben bei einer Kontrolle festgestellt, dass sich keine Blaualgen mehr im großen Töppersee in Rheinhausen und im Binsenteich in Rumeln-Kaltenhausen befinden. Das warme Wetter in den vergangenen Wochen hatte vor allem dem Binsenteich Probleme bereitet, der zwischenzeitlich wegen mangelnden Sauerstoffs kurz davor stand zu kippen. Mithilfe einer Wasserfontäne, die durch die Wirtschaftsbetriebe aufgestellt wurde, wurde das Wasser des Teichs mit Sauerstoff versorgt. Dieser Sauerstoffeintrag, aber auch die Wetterveränderung habe dazu beigetragen, dass der Binsenteich sich wieder erholen konnte. Seniorentag 2018 – Älter werden in dieser Zeit. Unter dem Motto Älter werden in dieser Zeit findet der diesjährige Seniorentag am Mittwoch, 5. September von 14 bis 16 Uhr im Lehmbruck-Museum statt. Die Initiative zur Durchführung der Veranstaltung erfolgte im Seniorenbeirat der Stadt Duisburg. Mit der steigenden Lebenserwartung gehen viele Veränderungen in unserer Stadt einher. Insbesondere die Gesundheitsförderung im Alter, die sozialen Kontakte, die soziale Sicherung und auch die Mobilität sind Themen, mit denen sich auseinandergesetzt werden muss. Franz Müntefering, früherer Vizekanzler, Bundesminister und langjähriger Bundestagsabgeordneter, wird als Fachmann vor Ort sein. Unter anderem, weil er im Vorsitz ist bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Bürgerinnen und Bürger sind willkommen, die Veranstaltung ist kostenlos. Heute glänzte wieder einmal die Sonne vom Himmel und ließ die Temperaturen bis auf 29 Grad ansteigen. Auch der morgige Tag bringt wieder viel Sonne und Wärme mit Höchsttemperaturen von bis zu 28 Grad. In der Nacht kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen. Am Freitag bleiben die Temperaturen bei höchstens 21 Grad und der Himmel zeigt sich eher bedeckt. Der Samstag bringt uns dann wieder die Sonne zurück bei Werten zwischen 14 und 17 Grad. Es kann über Tag vereinzelt zu Schauern kommen. In der Nacht klart es aber wieder auf. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Achtung, Autofahrer, morgen müssen Sie auf der Raiffeisenstraße in Huckingen achtsam fahren. Hier steht eine Geschwindigkeitskontrolle, also Fuß vom Gaspedal. Aber nicht nur im Süden Duisburgs, sondern auch im Norden wird geblitzt, und zwar auf der Schwabenstraße in Obermarxloh. Und auch Baustellen behindern den Verkehr. In Duisburg Süd müssen Sie in Ungelsheim auf der Osterroder Straße zwischen Brockenstraße und am Finkenacker etwas mehr Zeit einplanen als gewöhnlich. Dort gibt es aufgrund einer Vollsperrung eine Umleitung. Ebenfalls Achtung ist in Baal geboten. Hier gibt es eine Vollsperrung der Schulstraße und der Mühlenstraße zwischen Schlotweg und Mühlenstraße 21. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.